Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u još jednu novu video lekciju. Naravno, drago mi je što učite nemački sa mnom. Učimo nemački na dva načina. Aktivno i pasivno učenje. Verovatno znate šta je jedno, šta drugo. Pasivno je učenje ono kad ste umorni, pa vam se baš i ne prevodi, pa vam se baš i ne priča, ali biste malo da učite i onda uključite nešto i slušate kako neko drugi objašnjava, priča, čita itd. Dakle, to je pasivni vid učenja. Aktivni vid učenja zahteva malo više energije, malo više mentalnog napora, dakle da malo uzmete i vi olovku u ruke pa nešto sami napišete, prevedete sa vašeg jezika na nemački ili obrnuto. Dakle, aktivno učenje je da aktivno učestvujete, pasivno sedite i slušate. Naravno, i jedno i drugo učenje će dovesti do rezultata. Pretpostavljam, aktivni vid učenja, da malo ćete brže videti rezultati i napredak u učenju. Ali svakako, ove klipove koje pravim su pogodne i za sve vas koji ste umorni, pa biste samo pasivno da slušate, a i za vas koji niste toliko umorni, pa ćete malo da aktivno učestvujete i da mi pomažete da prevodimo rečenice. Dakle, u prvom delu klipa čitam rečenice po dva puta, a u drugom delu klipa imat ćete priliku da te rečenice prevodite na nemački, tako da ostanite sa mnom do kraja klipa, kombinujte aktivno i pasivno učenje i brzo naučite taj nemački. Ako ste spremni, možemo da krenemo. Naravno, svi vi koji hoćete da učite engleski sa mnom, moj kanal za engleski u opisu i iznad moje glave. Ok, krećemo. Krećemo sa prvom rečenicom. Mach bitte die Musik leiser. Das stört unsere Gäste. Mach bitte die Musik leiser. Das stört unsere Gäste. Utiše malo muziku. To smeta našim gostima. Druga rečenica. Stehst du immer um 7 Uhr auf? Normalerweise ja. Aber heute bin ich um 8 aufgestanden. Da li uvek ustaješ u 7? Obično da, ali danas sam ustao u 8. Stehst du immer um 7 Uhr auf? Normalerweise ja. Aber heute bin ich um 8 aufgestanden. Fängst du immer um 9 mit der Arbeit an? Heute habe ich um 11 angefangen. Da li uvek počinješ da radiš, počinješ posao u 9? Počinješ sa poslom u 9? Da li danas sam počeo u 11? Danas sam bio malo faul, malo lenj. Isst du immer mittags im Café? Ja, aber heute habe ich ein Sandwich im Büro gegessen. Da li uvek jedeš, ručaš u kafiću? Da, ali sam danas pojela sandvič u kancelariji. Isst du immer mittags im Café? Ja, aber heute habe ich ein Sandwich im Büro gegessen. Triffst du immer abends Freunde? Nein, ich bleibe manchmal allein zu Hause. Da li se uveče uvek nalaziš sa prijateljima? Ne, ponekad ostanem kod kuće sama. Triffst du immer abends Freunde? Nein, ich bleibe manchmal allein zu Hause. Bist du heute direkt vom Büro nach Hause gefahren? Nein, ich habe auf dem Rückweg vom Büro eingekauft. Da li si danas direktno iz kancelarije išao kući? Ne, ja sam danas na putu iz kancelarije išao u kupovinu. Bist du heute direkt vom Büro nach Hause gefahren? Nein, ich habe auf dem Rückweg vom Büro eingekauft. Warum warten Sie auf mich vor der Tür? Weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Zašto me čekate ispred vrata? Nisam poneo sa sobom ključ. Warum warten Sie auf mich vor der Tür? Weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe.
Warum bist du nicht zur Party gekommen? Weil meine Eltern es verboten haben. Zašto nisi došao na zabavu, na žurku? Meni su to roditelji zabranili. Warum bist du nicht zur Party gekommen? Weil meine Eltern es verboten haben. Warum haben sie nicht Salz gekauft? Weil die Geschäfte schon geschlossen haben. Zašto niste kupili sok? Prodavnice su se zatvorile već. Warum haben sie nicht Salz gekauft? Weil die Geschäfte schon geschlossen haben. Welches Kleid würdest du kaufen? Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Koju ćeš haljinu da kupiš? Odlučila sam se za plavu. Welches Kleid wirst du kaufen? Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Verdient er genug Geld? Nein, er ist noch finanziell abhängig von seinen Eltern. Da li on zarađuje dovoljno novca? Ne, finansijski je još uvijek zavisi od svojih roditelja. Verdient er genug? Nein, er ist noch finanziell abhängig von seinen Eltern. Machen wir morgen einen Ausflug. Es hängt davon ab, wie das Wetter morgen ist. Hoćemo li sutra na izlet? Pa to zavisi od toga kako će vrijeme biti sutra. Machen wir morgen einen Ausflug? Es hängt davon ab, wie das Wetter morgen ist. Pazite na redosled, glagol na kraju. Wie das Wetter morgen ist. Ist das Mittagessen fertig? Jel gotov ručak? Gladan sam. Ist das Mittagessen fertig? Ja, wir fangen jetzt mit dem Essen an. Da li je ručak spreman? Da. Sada počinjemo sa jelom. Ist das Mittagessen fertig? Ja, wir fangen jetzt mit dem Essen an. Warum bist du wütend? Ich ärgere mich immer über die laute Musik meines Nachbarn. Zašto si besan? Stalno se ljutim, uvek se ljutim zbog glasne muzike mog komšije. Warum bist du wütend? Ich ärgere mich immer über die laute Musik meines Nachbarn. Könnten Sie bitte einen Moment auf mein Gepäck aufpassen? Ja, warum nicht? Da li biste mogli, molim vas, samo trenutak da pripazite na moj prtljag? Da, zašto da ne? Könnten Sie bitte einen Moment auf mein Gepäck aufpassen? Ja, warum nicht? Hat er jetzt eine neue Arbeit? Ja, er hat sich sehr darum bemüht, eine neue Arbeit zu finden. Da li on sada ima novi posao? Da, on se veoma pomučio da nađe novi posao. Hat er jetzt eine neue Arbeit? Ja, er hat sich sehr darum bemüht, eine neue Arbeit zu finden. Ist diese Geschichte interessant? Ja, diese Geschichte besteht aus zwei Teilen. Da li je ova priča zanimljiva? Da, ova priča se sastoji iz dva dela, kao i moj klip. Interesantan je. Ist diese Geschichte interessant? Ja, diese Geschichte besteht aus zwei Teilen. Warum wollen Sie nicht mit ihr ins Restaurant gehen? Sie hat sich gestern beim Kellner über das kalte Essen beschwert. Zašto ne želite da idete s njom u restoran? Ona se juče kelneru žalila zbog hladnog jela. Warum wollen Sie nicht mit ihr ins Restaurant gehen?
Sie hat sich gestern beim Kellner über das kalte Essen beschwert. Da, nekad može da nam bude neprijatno kad neko pored nas se stvarno žali na nešto. Kellner, izvinite, nisam ovo naručila. Dobro. Arbeitet jetzt? Nein, beschäftigt sich sehr viel mit seinen Kindern. Da li on sada radi? Ne, veoma je zauzet oko svoje dece. Arbeitet jetzt? Nein, beschäftigt sich sehr viel mit seinen Kindern. Fühlst du dich gut? Se dobro osjećaš? Fühlst du dich gut? Ja, aber so ein Schreck. Ich habe mich immer noch nicht davon erhört. Se osjećaš dobro? Da, ali kakav je to bio strah. Još uvijek se nisam od toga oporavio. Fühlst du dich gut? Ja, aber so ein Schreck. Ich habe mich immer noch nicht davon erholt. Ok, dakle, to je bilo tih 20 rečenica. U suštini to su kao kratki dijalozi, pitanje i odgovor. A sada ćete, dakle, ovo je bilo to pasivno učenje. Vi ste slušali kako ja čitam i trudili se da možda u sebi ponavljate. A sada se aktivno uključite i počnite da prevodite. Molim vas da isključite muziku, to smeta našim gostima. To je bila naša prva rečenica. U stvari nije da isključite, nego da stišate, da utišate muziku. Utišate muziku, also. Sećate se, bilo je sa glagolom machen u imperativu. Also. Mach bitte die Musik leiser. Mach bitte die Musik leiser. Zašto? Zato što to ometa naše goste. Ona je glagol stören. Das stört unsere Gäste. Das stört unsere Gäste. Also, mach bitte die Musik leiser. Das stört unsere Gäste. Okay. Mach bitte, molim te. Da utišaš muziku, dakle nije machen Sie bitte, imperativ prilikom persiranja. Machen Sie bitte, a ovo je mach bitte, ti. Da li uvek ustaješ rano? Obično da li, danas sam ustao u 8. Da li uvek ustaješ rano, glagol aufstehen, stehst du immer 7 Uhr auf, da li uvek ustaješ u 7, stehst du immer 7 Uhr auf, normalerweise ja, ali danas sam ustao u 8. Aber heute bin ich um 8 aufgestanden. Dakle, aufstehen, u prošlom vremenu, sa sein, menjamo sa pomoćnim glagolom sein. Stehst du 7 Uhr auf? Ja, aber heute bin ich um 8 aufgestanden. Ok. Next. Da li uvek počinješ da radiš u 9? Am fangen glagol. Fängst du immer 9 mit der Arbeit, sa poslom. Fängst du immer 9 mit der Arbeit an. Ili ako persiramo, fangen sie immer 9 mit der Arbeit an. Da, ali danas sam počeo 11, danas sam bio malo lenj. Ja, aber heute habe ich 11. Od anfangen, angefangen. Fängst du immer 9 mit der Arbeit an? Ja, aber heute habe ich 11 angefangen. Ok. Broj 4. Uvek ručaš u kafiću? Da, ali danas sam pojao sandvič u kancelariji. Da li ti uvek ručaš, jedeš u kafiću? Isst du immer mittags im Café? Izdu ima mi taksim kafe, da, ali sam danas pojela sandvič u kancelariji. Aba hojte habe ich ein sandvič im büro gegessen. Hojte habe ich ein sandvič im büro gegessen. Dakle, essen je nepravilan glagol. Ist du, da li jedeš, ich esse, jedem, ovo je u perfektu, ich habe gegessen.
Broj 5. Da li se uvek nalaziš sa prijateljima uveče? Da li uvek izlaziš? Da, ne, u stvari ponekad ostanem samo kod kuće, naravno. Dakle, uvek se nalaziš sa prijateljima, on će mu glagol treffen, isto je nepravilan, ich treffe du triffst. Triffst du ima abends Freunde? Triffst du ima abends Freunde? Ne, ponekad ostanem sama kod kuće. Ich bleibe manchmal allein zu Hause. Triffst du ima abends Freunde? Nein, ich bleibe manchmal allein zu Hause. Und lerne Deutsch, uči nemački. Da li si danas otišao pravo kući iz kancelarije, direkt? Ne, nego sam na povratku iz kancelarije išao u kupovinu. Izgleda sam gladna, samo sam dosta slova progutala, izvinjavam se. Ali evo, ispravljam se. Dakle, da li si otišao kući pravo iz kancelarije? Prošlo vrijeme, gehen, znači bist du, heute, direkt, vom Büro nach Hause gefahren. Bist du heute direkt vom Büro nach Hause gefahren? Nein. Išao sam u kupovinu na povratku iz kancelarije, dakle einkaufen je glagol, imamo onaj Rückweg na povratku. Ich habe auf dem Rückweg vom Büro eingekauft. Ich habe eingekauft ili ich bin einkaufen gegangen. Svejedno, išao sam u kupovinu. Auf dem Rückweg vom Büro. Na povratku iz kancelarije habe ich eingekauft. Dakle, bist du heute direkt vom Büro nach Hause gefahren? Nein, ich habe auf dem Rückweg vom Büro eingekauft. Ok, zašto me čekate ispred vrata? Što ne uđete unutra? Pa nisam uzeo svoj ključ, pa ne mogu da uđem, no tako. Also, zašto me čekate ispred vrata? Persiranje. Warum warten Sie auf mich vor der Tür? Znači, warten plus auf, plus akuzativ. Warum warten Sie auf mich? A gde je ispred vrata? Dativ vor der Tua. Znači, di tua su vrata, a gde me čekaš, čekam te for dea tua, ispred vrata. Warum warten Sie auf mich for dea tua? Nisam poneo ključ sa sobom. Ich habe, odnosno krećemo sa weil, pa je onda habe na kraju. Weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Dakle, ich warte auf dich for dea tua. Weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Odnosno, ich habe meinen Schlüssel nicht mitgenommen. Nisam poneo ključ. Ich habe meinen Schlüssel nicht mitgenommen. Odnosno, weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Dakle, kad krećemo rečenicu sa weil, habe na kraju. Zašto nisi došao na žurku? Pa roditelji su mi zabranili. Warum? Warum bist du nicht zur Party gekommen? Dakle, pazite, prošlo vreme, ali sa glagolom kommen, pa je pomoćni glagol sein. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht zur Party gekommen? Weil meine Eltern es verboten haben. Znači, nešto je verboten, nešto je zabranjeno. Weil meine Eltern es, misli se to, da dođem, verboten haben, oni su to zabranili. Nisu fair. Zašto niste kupili sok, persiranje? Jer su prodavnice već zatvorene. Dakle, zašto niste kupili sok? Warum haben Sie nicht Saft gekauft? Ili warum haben Sie keinen Saft gekauft? Pa nisam kupio Saft, weil prodavnice su zatvorene, opet sa weil. Weil die Geschäfte schon već geschlossen haben. Jer su se prodavnice već zatvorile. Weil die Geschäfte schon geschlossen haben. Ich habe nicht Saft gekauft, weil die Geschäfte schon geschlossen haben. Ok, idemo dalje. Koju haljinu ćeš da kupiš napokon? Odluči se. Plavu ću da kupim. Dakle, welches Kleid wirst du kaufen? Das Kleid. Welches, srednji rod. Welches Kleid wirst du kaufen?
I sad imamo onaj glagol sich entscheiden, odlučiti se. Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Znači, ich entscheide, odlučujem se, ich entscheide mich, ich habe mich entschieden. Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Odlučio sam se za plavu. Dobro, ajmo dalje. Da li on zarađuje sad već dovoljno? Ne, još uvijek je finansijski zavisan od svojih roditelja. Da li on zarađuje dovoljno? Also verdient er genug Geld? Verdient er genug Geld? Nein, e sad imamo on je finansijski, financijel, zavistan od svojih roditelja. Er ist noch, još uvijek, finanziell abhängig von seinen Eltern. Od svojih roditelja, von seinen Eltern, ist er finanziell abhängig. Znači, verdient er genug Geld? Nein, er ist noch finanziell abhängig von seinen Eltern. Von plus dativ množine, seinen Eltern. E sad opet imamo sa tim abhängig zavisiti. Da li ćemo sutra ići na izlet? Pa zavisi od vremena, kako bude vreme sutra. Znači, da li ćemo ići na izlet? Ne idemo u nemačkom na izlet, nego pravimo izlet. Znači, idemo sa glagolom machen. Machen wir morgen einen Ausflug. Machen wir morgen einen Ausflug. To zavisi od toga wie, odnosno kako će vreme biti. Da, odnosno es. Hängt davon ab. Pa zavisna. Wie das Wetter morgen ist. Možemo samo reći, naravno, es hängt ab das Wetter. Zavisi od vremena. Ili es hängt davon ab, wie das Wetter morgen ist. Ako hoćemo malo diskomplikujemo rečenicu. Es hängt davon ab, wie das Wetter morgen ist. Da li je ručak spreman? Imam bere, hunga, mnogo sam gladan. Da, musimo početi da jedemo. Dakle, da li je ručak spreman? Ručak je, das Mittagessen ist. Da li je, samo pravimo inverziju, tako, ist das Mittagessen fertig? Ist das Mittagessen fertig? Jeste. Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Opet ovaj anfangen, početi. Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Das Mittagessen ist fertig und wir fangen jetzt mit dem Essen an. Zašto je tako besan? Jo, ljut sam zbog ovog mog komšije koji stalno pušta glasnu muziku. Ja nikad nisam imala takav problem s komšijama, ne znam jeste vi. Ali obično uvijek ima neki komšija. Ili ste možda vi taj komšija koji pušta glasnu muziku. Dakle, zašto si besan? Ovdje je bio wütend. Warum bist du wütend? Warum bist du wütend? Pa ljut sam, znači uvek sam ljut zbog glasne muzike svog komšije, znači to je bukvalan prevod. Znači ih, u stvari ljutim se. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich immer über die laute Musik meines Nachbarn. Znači bukvalno ljutim se uvek zbog glasne muzike mog komšije. Ovo meines Nachbarn je genitiv. Znači, ich ärgere mich immer über die laute Musik meines Nachbarn. Možete li da se pobrinite za trenutak o mom prtljagu? Da, zašto da ne? Persiramo. Ima onaj glagol aufpassen. Könnten Sie bitte einen Moment auf mein Gepäck aufpassen? Könnten Sie, dakle, können Sie, možete li? Könnten Sie, da li biste mogli? Dakle, tačan prevod nije možete li, nego da li biste mogli. Dakle, ovdje u pitanju konjuktiv. Da li biste mogli možda da se pobrinite? Znači, könnten Sie bitte einen Moment auf mein Gepäck aufpassen? Ja, warum nicht? Znači, aufpassen, auf. Pobrinuti se o nečem. Da li on sada ima novi posao? Da, i uložio je veliki napor da pronađe taj novi posao. Dakle, prvo idemo, da li on sada ima novi posao? On ima, er hat. Da li on ima? Hat er, je tako.
hat er jetzt eine neue Arbeit oder einen neuen Job? Da, i mnogo se je uložio veliki napor, pomučio se. Sich bemühen je glagol. Znači, er hat sich sehr darum bemüht, eine neue Arbeit zu finden. Znači, ich bemühe mich. Er hat sich bemüht. Ovdje je u prošlo vreme. Ili er bemüht sich. On se muči. Er hat sich sehr darum bemüht, eine neue Arbeit zu finden. Dakle, sich bemühen je glavno. Da li je ova priča zanimljiva? Jeste, sastoji se iz dva dela. Kao što se rekao i moj klip, sastoji iz dva dela. Prvo samo slušate, a drugo se ovdje mučite sa mnom aktivno i prevodite. Vi kažete šta vam se više dopada. Dakle, da li je ova priča zanimljiva? Diese Geschichte ist, ova priča je. Da li je ova priča ist, diese Geschichte, znači samo menjamo mesta. Ist diese Geschichte interessant? Da, i sastoji se iz dva dela. Dakle, imamo onaj bestehen glagol. Diese Geschichte besteht aus zwei Teilen. Es besteht aus. Sastoji se iz zwei Teilen. Zašto ne želite da idete s njom više u restoran? Pa juče se žalila konobaru na hladnu hranu ili uvek se žali konobaru za nešto. Dakle, zašto ne želite? Idemo da persiramo. Glagol wollen. Warum wollen Sie nicht mit ihr ins Restaurant gehen? Warum wollen Sie nicht mit ihr, sa njom, ins Restaurant, u restoran, gehen, ići? Dakle, mit, dativ, mit ihr, a kuda idemo u restoran, akuzativ, in das Restaurant, odnosno ins Restaurant. Warum wollen Sie nicht mit ihr ins Restaurant gehen? E sad, juče se žalila, beschweren, mislim da sam upotrebila, beschweren glagol, znači, da, sich beschweren, sich hat sich gestern, kod konobara, konobaru, beim Kellner, über das kalte Essen, beschwert. Znači, bukvalno, ona se juče kod kelnera, zbog hladnog jela, požalila, žalila. Sie hat sich beschwert. Žalila se. Kod koga? Beim Kellner. Zašto? Über das kalte Essen. Da li on sada radi? Sljedeća. Ne, on je zauzet sa svojim decom. On radi, er arbeitet. Da li radi? Arbeitet er. Arbeitet er jetzt. Ne, veoma je zauzet. Sad ćete se zauzet. Busy, beschäftigt. Er A ovdje je glagol, znači sich beschäftigen, nečim se zanimati, imati neko zanimanje, neki posao, neku obavezu. Er beschäftigt sich sehr viel mit seinen Kindern. Also, sich beschäftigt, ich beschäftige mich, er beschäftigt sich mit seinen Kindern. I posljednja. Da li se dobro osjećaš? Da, ali to je bio takav šok, tako je bilo strašno i još se nisam uporavio od toga. Da li se dobro osjećaš? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich gut? Ja, ali takav šok. Aber so ein Schreck. So ein Schreck. I još uvijek se nisam uporavio, glagol erholen, sich erholen. Ich habe mich immer noch nicht od toga. Davon erholt. Ich habe mich immer noch nicht davon erholt. Još uvijek se nisam oporavio. Dakle, kako vam izgleda? Jesu teške rečenice ili težak prevod? Baš bi volio mi pišete u komentarima, nešto mi slabo pišete o tome da li vam odgovara nivo, da li su teške, da li su lake. Generalno ovo je nešto da kažemo između neki jači A2. Mogu slobodno da kažem, i naročito zbog tih sitnih detalja, zavisnih rečenica i tako dalje, ali bih svakako voljela da imam neki feedback, da mi pišete o tome da li su vam teške, da li su vam lake, koliko uspete da prevedete, da li kad odgledate klip više puta, 5-6 puta, pa opet probate da uradite ovaj drugi deo klipa, prevoda, da li bude lakše, jer
To je sada moja ideja, ja sam tako učila i meni jeste bilo lakše, ali ja bih voljela da vidim da li se to može primeniti i na vas, na većinu vas. Tako da, molim vas, pišite. A sada ću još jednom, za one lenjije, što hoće samo da slušaju. Dakle, čitamo još jednom sve ove rečenice, još po jednom. Bez prevoda. Mach bitte die Musik leiser, das stört unsere Gäste. Stehst du immer 7 Uhr auf? Normalerweise ja, aber heute bin ich 8 aufgestanden. Fängst du immer 9 mit der Arbeit an? Heute habe ich 11 angefangen. Isst du immer mittags im Café? Ja, aber heute habe ich ein Sandwich im Büro gegessen. Triffst du immer abends Freunde? Nein, ich bleibe manchmal allein zu Hause. Bist du heute direkt vom Büro nach Hause gefahren? Nein, ich habe auf dem Rückweg vom Büro eingekauft. Warum warten Sie auf mich vor der Tür? Weil ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen habe. Warum bist du nicht zur Party gekommen? Weil meine Eltern es verboten haben. Warum haben sie nicht Saft gekauft? Weil die Geschäfte schon geschlossen haben. Welches Kleid willst du kaufen? Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Verdient er genug? Nein, er ist noch finanziell abhängig von seinen Eltern. Machen wir morgen einen Ausflug? Es hängt davon ab, wie das Wetter morgen ist. Ist das Mittagessen fertig? Ja, wir fangen jetzt mit dem Essen an. Warum bist du wütend? Ich ärgere mich immer über die laute Musik meines Nachbarn. Könnten Sie bitte einen Moment auf mein Gepäck aufpassen? Ja, warum nicht? Hat er jetzt eine neue Arbeit? Ja, er hat sich sehr darum bemüht, eine neue Arbeit zu finden. Ist diese Geschichte interessant? Ja, diese Geschichte besteht aus 2 Teilen. Warum wollen Sie nicht mit ihr ins Restaurant gehen? Sie hat sich gestern beim Kellner über das kalte Essen beschwert. Arbeitet er jetzt? Nein, er beschäftigt sich sehr viel mit seinen Kindern. Fühlst du dich gut? Ja, aber so ein Schreck. Ich habe mich immer noch nicht davon erholt. Ali vi se brzo oporavljajte, pa se spremajte za sljedeći naredni klip, jer ja ga već pripremam. Vidimo se. Auf Wiedersehen.